Servus Leute und willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Dieses Video handelt von der Besteigung des Großglockner über den Stüdelgrat, eine Tour, die ich schon sehr lange machen wollte. Ich befinde mich jetzt hier gerade in Garmisch, nicht in Osttirol, und in diesem ersten Teil möchte ich etwas auf meine Ausrüstung und die Planung eingehen, weil das vielleicht viele Leute interessiert. Und wer das Ganze überspringen möchte, schaut mal in der Infobox, da habe ich die passende Stelle markiert und dann könnt ihr einen Schritt weitergehen. Also fangen wir ganz kurz an mit dem, was ich euch erzählen möchte. Noch zum grundlegenden Ablauf. Wir haben jetzt 20 Uhr am Vortag und ich werde jetzt gleich nach diesem Video mich noch ins Bett legen, um 23 Uhr aufstehen, eine Stunde nach Innsbruck fahren. Da werde ich den Andi abholen. Danach fahren wir gemeinsam etwa 3 Stunden nach Kals am Großglockner und werden anschließend in der Nacht aufsteigen Richtung Stüdelhütte. Danach suchen wir uns den Einstieg zum Stüdelgrat, gehen auf den Gipfel, steigen über den Normalweg ab, laufen zurück zum Auto, fahren wieder nach Innsbruck und ich fahre wieder heim. Das heißt, wir haben eine Tagestour mit Anreise, das auf jeden Fall sehr interessant ist und in meinen Augen auch wirklich eine schöne Sache ist. Die Höhenmeter auf den Großglockner betragen etwa 2000 Höhenmeter Anstieg. Die Kletterei am Stüdelgrat ist im 3. Schwierigkeitsgrad. Es ist eine Stelle mit 3+ angegeben. Obligatorisch sind wir allerdings im 3er-Bereich. Ansonsten haben wir im Abstieg bzw. im Aufstieg auch bedingt Gletscherkontakt. Der Gletscher am Großglockner hat durchaus Spalten, ist ernst zu nehmen. Das bedeutet, wir haben nicht nur Kletterausrüstung dabei, sondern auch die notwendige Ausrüstung, um eine Spaltenbergung durchzuführen. In meiner Ausrüstung, die ich euch jetzt gleich zeige, ist nicht all das drin, was man vielleicht mithaben sollte. Trotzdem kann ich das für mich verantworten und auch für meinen Kollegen. Mein Kollege ist da genau wie ich. Wir haben ein gleiches Denken, was das angeht. Wir haben immer noch eine gute Reserve und ich möchte euch da trotzdem noch Impressionen zeigen, was wir denn so mitnehmen. Ich glaube, was den Andreas auf jeden Fall freuen wird, dass ich ihm gleich sein neues Seil mitbringe, nämlich das Biel Opera 8,5 Einfachseil. Keine Sorge, das ganze Video ist nicht gesponsert von Biel. Das ganze Seil ist wirklich ultra leicht. Ich habe mir einen 60 Meter Strick gekauft, habe den halbiert. Ja, jetzt haben wir jeder ein super leichtes 30 Meter Seil und das werden wir zum ersten Mal testen am Stüdelgrat. Zur Schuhtaktik kann ich noch sagen, ich werde definitiv nicht mit 2 Paar Schuhen starten. Man könnte sich überlegen, bis zur Stüdelhütte mit leichten Trailrunning-Schuhen zu gehen oder mit Zustiegsschuhen und danach umzusteigen. Ich werde allerdings von vornherein mit einem Schuh gehen, nämlich diesem Scarpa Rebel Tech OD. Ihr habt diesen von meinen Westalpentouren vielleicht schon etwas gesehen. Ich habe hier einen Schuh, der noch viel Komfort hat und dementsprechend habe ich auch keine Lust, nochmal in meinen Rucksack oder irgendwo zu verstauen, ein 2. Paar Schuhe. Und ja, mit diesem Schuh habe ich dann einen guten Kompromiss aus Zustieg und Kletterei. Also bei uns beiden die Einschuh-Taktik. Was auf jeden Fall gleich noch ansteht, wenn ich daheim bin, ist das Speichern der Offline-Karten, das Speichern der Tour im Offline-Modus und die Synchronisierung der Uhr mit der passenden Route. Es geht nicht darum, ob die Route leicht oder schwer ist, ob die leicht zu finden oder schwer zu finden ist. Es geht mir hier einfach ums Prinzip. Ich mache das seit Beginn an, seit ich GPS-Uhren habe. Und ja, das ist einfach mittlerweile ein Prozess, der immer stattfindet. Und ich möchte euch gleich vielleicht kurz bei mir daheim zeigen, wie das Ganze funktioniert, welche Apps ich benutze und wie ihr das dann ganz einfach nachmachen könnt. Und bevor nachher das Licht weg ist, packe ich jetzt ganz kurz mit euch meinen Rucksack aus und zeige euch einmal, was ich morgen so mitnehmen werde. So, ich hoffe, man versteht mich gut. Ich habe gerade ein externes Mikrofon an. Also normalerweise sollte es jetzt kein Problem sein, auch wenn ihr mich nicht seht. Aber dafür habt ihr einen besseren Einblick in meinen Rucksack. Also ihr habt es gerade schon gesehen, das ist jetzt hier ein 30 Meter Einfachseil. Das ist das Biel Opera 8,5 mm, ist eins der leichtesten Einfachseile auf dem Markt, die es aktuell gibt. Dann habe ich jetzt hier außen dran befestigt den Petzl Gully, ein technischer, sehr kurzer Eispickel mit Stahlhaue vorne dran. Das ist jetzt der Black Diamond Blitz 20, also 20 Liter Fassungsvolumen. Und dann habe ich jetzt hier vorne drin einmal mein Handy. Dann habe ich jetzt hier drin die Topo vom Stüdelgrat. So schaut die aus. So, da haben wir Hundebesuch. Okay, den nehmen wir nicht mit, der wiegt zu viel. Dann habe ich mit dabei als YouTuber 3 Akkus für die GoPro. Die GoPro habe ich jetzt nicht im Rucksack drin, sondern in der Hosentasche. Dann, wenn ich den Rucksack aufmache, ganz vorne das Erste-Hilfe-Kit.
wichtig. Dann habe ich hier drin meine Trinkblase mit Schlauch. Fülle ich erst bei der Stühlhütte auf, um mir Gewicht zu sparen. Dann habe ich mit drin den Petzl Sirocco 2, super leichter Kletterhelm. Den Petzl Altitude, ein ultraleichter Hochtongurt. Dann habe ich hier drin die Steigeisen, nämlich die Irvis Hybrid mit Körbchen und Kipphebel hinten. Super leicht, vorne Stahl, hinten Alu. Die nehme ich morgen mit für einen Abstieg bzw. einen Zustieg. Brauchen wir die oder wenn es vielleicht Schnee oder Eiskontakt hat, was ich jetzt nicht glaube. Dann habe ich dabei einmal die Reactic Plus von Petzl, 300 Lumen. Des Weiteren die Leki Micro Trail Race, super leichte faltbare Trailrunning-Stöcke für den Zustieg. Dann habe ich dabei hier meinen wasserdichten Beutel. Und zwar habe ich jetzt hier drin ein Wechselshirt, einmal hier so einen Buff von Scarpa, Kletterhandschuhe, die reichen auf jeden Fall, von Mountain Equipment. Und dann habe ich hier noch diverses Kletterzeug, zum Beispiel hier diese Laserspeed Light, eine Eisschraube, ein Bollock-Karabiner, zwei Expressschlingen, zwei Schnapper. Ansonsten habe ich noch dabei einfach eine ganz normale Bandschlinge hier mit einem Schrauber. Ganz wichtig natürlich zweimal Rebschnur, die ich dann für einen Gletscher brauche, beziehungsweise um etwas zu bauen. Außerdem habe ich jetzt hier meine Brille, in dem Fall jetzt keine Gletscherbrille, sondern einfach eine Sportbrille, die bis Kategorie 4 abdunkelt, also 2 bis 4. Und das ist auch ganz gut. Ich mag jetzt morgen keine reine Gletscherbrille mitnehmen, weil wir etwas mehr am Fels klettern. Dann habe ich jetzt hier mein Second Safety Kit dabei, Tempotaschentücher, eine zweite Stirnlampe. Dann habe ich jetzt dabei Sonnencreme, Blasenpflaster und zwei Schmerztabletten. Dann habe ich dabei meinen Salomon Trinkbeutel, 1,5 Liter. Dann mache ich bei der Stüdelhütte wahrscheinlich 500 Milliliter Wasser rein. Das ist meine Isolationsjacke, super leicht, Polartec Alpha. Die reicht mir für morgen. Ich brauche morgen keine Primaloft oder Daune. Dann nehme ich morgen mit meine super leichte Shake Dry Hardshell Jacke. Ist natürlich etwas gefährdet dafür, dass sie beschädigt wird. Und dann habe ich dabei drei Riegel. Ein Riegel bis zur Stüdelhütte, ein Riegel bis zum Gipfel und ein Riegel für den Abstieg. Das reicht mir für morgen. Ja, und ansonsten wäre es das soweit. Ich habe dann morgen nur meinen Autoschlüssel noch dabei. Meine GoPro habe ich dann in der Hosentasche. Die Uhr ist angelegt und das wäre es eigentlich soweit zu meiner Ausrüstung. Ja, Leute, wieder zurück bei mir in der Wohnung und das ganze Video ist auch nicht gefaked, nicht gespielt. Wir haben jetzt gleich 21 Uhr, in 2 Stunden fahre ich dann los zum Andi. Hier seht ihr jetzt übrigens mal mein externes Mikro. Der Funkempfänger ist auf der Kamera. Und weil immer wieder Fragen kommen zu dem Thema, wie plane ich eine Tour, wenn ihr da wirklich mal ein eigenständiges Video drüber sehen wollt, wenn ihr das wirklich sehen wollt, von A bis Z, dann will ich wirklich, dass das Video richtig viele Daumen nach oben kriegt, weil ich mache normalerweise keine solchen Videos mehr. Wenn euch das irgendwie wichtig ist, dann lasst es mich wissen in den Kommentaren, schreibt es mir rein. Was auf jeden Fall Fakt ist bei so einer Tour, dass man im Endeffekt überlegt, wie lange fahre ich jetzt von wo bis zu dem Startpunkt, wo man losgeht. Und das ist bei mir jetzt 1 Stunde Innsbruck und nochmal etwa 3 weitere, beziehungsweise ja, je nach Verkehr halt dann insgesamt 3,5 bis 4 Stunden bis Kalt am Großglockner. Und das muss man halt einplanen. Da muss man halt einplanen, wie lange geht man ungefähr bis zum Klettereinstieg, wie lange geht man den Grat und wie lange braucht man für den Abstieg. Und ja, weil ich natürlich auch so gesehen morgen Nachmittag, Abend schon wieder private Dinge zu erledigen habe, abseits von YouTube und Klettern, und dementsprechend ja, müssen wir das einfach so machen, beziehungsweise es ist auch für uns beide einfach eine schöne Sache, wenn man solche Touren als Halbtagestour machen kann. Also die erste Möglichkeit, die man hat, ist zum Beispiel jetzt mal bei YouTube einzugeben Stüdelgrat. Da werden dann verschiedene Videos angezeigt, ja, ob jetzt vom Kunzi oder vom Franz, ist jetzt egal. Yannicks Bergwelten, Grüße gehen raus auf jeden Fall an die ganzen YouTuber-Kollegen und der Wabis hier unten.
Das ist eine Möglichkeit. Das Problem ist immer so etwas die Transparenz, ja. Wie schaut das Ganze aus? Was ist davon realistisch? Was ich euch empfehlen würde, wäre vielmehr, dass man eher eingibt den Stüdelgrad und dann sucht man sich irgendeine seriöse Seite, zum Beispiel jetzt bergsteigen.com. Da kann man dann zum Beispiel drauf gehen, sieht Kletterschwierigkeiten, die Höhenmeter, man sieht die Exposition, ist das Ganze alpin oder Sportzustieg, die Saison, da hat man den ganzen Text drin, man kann hier in den Topos sich das Ganze anschauen, seht ihr hier. Das Ganze ist nicht dramatisch, ich packe euch auch gerne mal diese Internetseite unten in die Videobeschreibung rein, weil auch immer Fragen kommen, hey Tobi, wo finde ich denn diese Topos? Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, man findet immer alles im Internet. So, jetzt sieht man auch hier, das Ganze ist sehr schön von der Qualität. Jetzt hat man hier einmal 50 Meter, Keile Grundsortiment, 7 Expressschlingen und das Ganze ja hier südwestlich ausgerichtet, die Kletterschwierigkeiten vom Einstieg bis zum Gipfel. Der Andi und ich haben natürlich nicht das dabei, was man hier geschrieben bekommt. Wir haben weniger dabei. Wir werden auch sicherlich viel seilfrei gehen. Wir werden auch sicherlich viele Zwischensicherungen überspringen, um einfach zügig voranzukommen. Und ich muss wahrscheinlich den Andi auch was einbremsen, weil ich will natürlich für euch auch ein schönes Video produzieren. Wobei das sich dann wahrscheinlich wirklich auf die Kletterei beschränken wird, weil wir in der Nacht schon starten. So, das heißt, wir haben jetzt hier einmal diese ganzen Informationen. Was jetzt dazu kommt, ist, dass ich jetzt meine Offline-Karten füttern möchte, also einmal auf dem Handy und der Uhr. Und das machen wir jetzt noch einmal ganz kurz gemeinsam. Egal, ob wir jetzt die App auf dem Handy benutzen oder hier am PC, die Suchtreffer, wenn ich jetzt eingebe, Stüdelgrad, sind immer dieselben. Jetzt sehe ich hier 1000 Höhenmeter, das wäre jetzt zum Beispiel ab der Stüdelhütte. Ich möchte das Ganze komplett haben. Das heißt, ich schaue mir hier an 2000 Höhenmeter, das wird ab dem Tal sein. Ich drücke das Ganze einmal an. Jetzt sehe ich hier, okay, die ganze Tour wird erstellt von Johannes Staudt. Da steht sogar noch Elli Breumann, das müsste das Bergmädchen sein. Grüße gehen raus ins Salzburger Land. Und dann haben wir jetzt hier einmal die Route drauf. Also wirklich von Luckner Haus geht es dann zur Stüdelhütte, Stüdelgrad, und das ist dann der Abstieg über den Normalweg. Also das ist genau die Tour, die ich und der Andi dann morgen gehen werden. Dann steht hier oben, steht dann Punkt, 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 GPX Download. Ich drücke einmal drauf, lade herunter und schon habe ich das Ganze in meinen Downloads. Jetzt könnte ich diese Datei entweder auf mein Handy ziehen und in meine App kopieren, das zeige ich euch gleich, oder ich mache das Ganze direkt am Handy. Geht auch super easy. So, jetzt seht ihr auf meinem Handy einmal diese Werbung hier, dass ich jetzt am liebsten die neue App ausprobieren soll. Und das Ganze interessiert mich aber nicht. Ich will nicht die neue App. Und dementsprechend gehe ich jetzt hier ins Menü rein, gehe jetzt hier auf die Touren, gehe jetzt in die Volltextsuche und suche jetzt einfach mal Stüdelgrad. Das ist jetzt gerade gar nicht so einfach, hier mit Kamera davor zu tippen. Ich hoffe, das versteht ihr. So, und jetzt seht ihr genau dasselbe wie am PC. Ist der vierte Treffer, Stüdelgrad. Und dann kann ich hier sogar noch Bilder schauen. Ja, das ist super Internet hier. Und dann kann ich auch hier auf die Punkte gehen. Zum einen kann ich das Ganze offline speichern. Das ist der eine Punkt. Und gleichzeitig werde ich mir jetzt die GPX-Datei runterladen und dann in die App von meiner Uhr reinziehen. Jetzt seht ihr, die Bilder werden heruntergeladen. Und dann zeige ich euch jetzt gleich den nächsten Schritt. Man kann übrigens zusätzlich, dass man die Tour offline gespeichert hat, sich auch diese Region offline speichern. Also dementsprechend seht ihr jetzt hier Karls am Großglockner. Dann gehe ich jetzt hier auf dieses Download-Symbol und kann jetzt hier theoretisch auch etwas auswählen. Das mache ich immer ganz gerne. Das sind 32 MB. Gehe jetzt auf Speichern und dann habe ich zusätzlich nochmal extra diese Karte gespeichert und dann dauert es jetzt einen kleinen Moment, bis das heruntergeladen wurde. So, und nun habe ich hier in meinen Offline-Karten ganz oben das ganze Gebiet um den Großglockner und wenn ich jetzt kein Internet habe, dann kann ich hier richtig reinzoomen und meinen GPS-Punkt, also meine Position, wird mir dann angezeigt und dementsprechend habe ich jetzt eine wirklich gute Sicherheit, was die Navigation angeht und als nächstes kümmern wir uns ganz kurz um die Uhr. Und ihr seht, es wird gleich Zeit loszufahren. Ihr habt ja eben gesehen, dass ich diese Tour offline heruntergeladen habe. Und wenn ich jetzt hier auf diese Punkte gehe,
dann kommt ganz unten noch der Reiter GPX herunterladen. Das ist jetzt genau dasselbe, wie ich am Computer gemacht habe, nur dass es jetzt direkt auf meinem Handy ist und ich quasi nicht mehr an meinen Computer muss, um die Datei hier drauf zu ziehen. Jetzt bin ich hier in meiner Sunto App drin, das ist nicht die Moves Count App, und dann gehe ich hier unten auf Erkunden, auf diesen Reiter, drücke auf das Plus, gehe auf Route importieren und dann zeigt er mir auch schon hier an den Stüdelgrad ganz oben, weil das die letzte Datei ist, um die ich mich gekümmert habe. Sobald ich drauf gedrückt habe, erkennt er natürlich die Wegpunkte, und es ist jetzt genau dasselbe, wie ihr eben gesehen habt, in meiner App von Alpenverein aktiv. Dann drücke ich auf den Haken und Stüdelgrad passt vom Name speichern. Jetzt muss ich nur noch die Uhr mit dem Handy verbinden. Bluetooth einschalten, zulassen. Jetzt verbindet gerade das Handy mit meiner Uhr, synchronisiert die ganzen Daten. Also, wir sind jetzt soweit fertig mit dem Synchronisieren. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz auf meiner Uhr hier unter Navigation, unter Routen, dass hier der Stüdelgrad jetzt zu finden ist. Wir gehen jetzt etwas runter hier und dann da unten ist der Stüdelgrad drin. Jetzt kann ich mir noch die ganzen Informationen anzeigen lassen. Und wir sind jetzt gut vorbereitet, haben die Offline-Karten und haben die Uhr programmiert, haben die Topo dabei. Also von der Navigation her kann jetzt eigentlich nichts mehr schief gehen. Jetzt möchte ich euch noch ganz kurz zeigen bezüglich des Wetters. Ich habe eine Seite, beziehungsweise der vertrauen wahrscheinlich auch die meisten Leute, die in meiner Region wohnen, beziehungsweise auch in Österreich. Und zwar ist es der ZAMG, Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Diese Seite ist wirklich hervorragend. Da arbeiten richtige Experten, Profis, und die haben wirklich ein sehr, sehr zuverlässiges Wetter. Kann ich euch nur empfehlen. Packe ich euch mit etwas Glück auch noch in die Infobox rein. Das ist meine Anlaufstelle Nummer 1, weil auch natürlich der Landkreis Garmisch irgendwo an Nordtirol angrenzt und da auch unser Wetter zum Teil mit einspielt. Natürlich nur bedingt. Als nächstes hätte ich noch den Bergfex. Finde ich auch ganz in Ordnung. Wo man aufpassen muss, ist im Bereich der Sonnenstunden. Da ist oftmals ziemliches Wechselspiel drin. Also manchmal hat man da um 12 Uhr mittags 10 Sonnenstunden und eine Stunde später sind 2 Sonnenstunden. Also das ist, ja, oftmals springt er dann hin und her, ist nicht unbedingt meine erste Wahl. Für morgen steht, dass ja eine Stunde Sonne gemeldet ist, und ja, das wäre jetzt nicht unbedingt so toll. Schauen wir mal, wie es dann morgen wirklich wird. Ansonsten hätte ich noch zu bieten vom ORF auch eine gute Seite, und zwar meldet der jetzt hier in Lienz, also in Osttirol, bewölkt mit Sonne. Das passt jetzt ganz gut. Dann steht auch drin, etwas Hochnebel, etwa in Osttirol, löst sich am Vormittag auf, dann scheint häufig die Sonne. Im Tagesverlauf entstehen aber allmählich wieder ein paar Schauer und Gewitter. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Und dann haben wir noch die letzte Seite, und zwar ist das vom DAV das Wetter. Und zwar kann man dann in die verschiedenen Gruppen reingehen: Zillertaler Alpen, Hohe Tauern, Bergwetter Großglockner, 3000 Meter Höhe etwa. Dann habe ich für Samstag die Vorhersage, dass wir 6 Uhr morgens wenig Wolken haben mit Sonne. Danach haben wir ja relativ gutes Wetter, 4 Sonnenstunden. Gewitterneigung ist dann am Vormittag auf 45%, steigt dann auf 50% an. Regenwahrscheinlichkeit steigt dann erst ab dem späten Nachmittag auf 50% an. Also wir haben morgen nicht das perfekte Wetter, kann man aus diesen 4 Seiten rauslesen. Es ist morgen nicht das allerschönste Wetter. Allerdings sind wir, wenn wir wirklich so früh starten, safe und sollten normalerweise so eine Mischung aus Wolken und Sonne erleben. Vielleicht auch Nebel, dass wir irgendwo nicht unbedingt immer die tollste Sicht haben, aber wir werden es morgen durchziehen und werden auch morgen sicher wieder runterkommen und vor Blitzschlägen geschützt sein. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, mal ein paar Eindrücke zu sehen von diesen Vorbereitungen. Und bevor wir jetzt gleich in die Nacht switchen, könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben geben, wenn es gefällt, beziehungsweise auch gerne später. Den Kanal abonnieren nicht vergessen, das würde mich sehr freuen. Die graue Glocke aktivieren, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video hochgeladen wurde. Ein Kommentar schreiben bei Fragen. Und checkt auf jeden Fall mal meinen Instagram-Account ab, beziehungsweise den von meinem Kollegen, dem Steck-Andy. Und ja, dann würde ich sagen, springen wir mal in die Nacht und die Autofahrt nach Karls.
Also, 23 Uhr. Zeit wird, dass ich einen Andi abhole. Dann starten wir mal Richtung Innsbruck. Fahrzeit etwa eine Stunde. Ich muss mal guten Morgen sagen, Andi. Morgen. Morgen. 0 Uhr. Genau, jetzt fahren wir nach Osttirol. Ja. Geil. 3. Im Race-Mode mit 80 PS. Was ist der 80 PS? 86 PS, genau. So, Tagesticket. Perfekt. Dann tauschen wir wieder, Andi. Ja. So, jetzt sind wir schon durch Karls durchgefahren, da hinten, und jetzt fahren wir Richtung Lucknerhaus. So, jetzt sind der Andi und ich über die Mautstation gefahren. Kostet 10 Euro für 24 Stunden. Da kommt man leider nicht drum rum, muss man zahlen. Also Felber Tauern oder halt Berner und dann jetzt hier noch die Mautstraße. Und das war's dann eigentlich mit den Kosten. Kein Internet. So, der Powernap war geil, ha? Ja. So, ab geht's. Zur Luckner Hütte. Genau, 3 Stunden bis zur Stüdelhütte angeschrieben. Das machen wir was schneller. Ach, schön angenehm, oder? Ja. Sehr gut. So, liebe Zuschauer, wir sind hier jetzt bei der Luckner Hütte auf 2200 Meter und gehen jetzt weiter Richtung Stüdelhütte. So, Stüdelhütte, 90 Minuten, haben wir schon gut Zeit gemacht. Ja. So, Seiltausch, perfekt. Gesundheit. Die Stüdelhütte haben wir jetzt erreicht und jetzt gehen wir kurz was essen, was trinken und dann suchen wir uns einen Einstieg Richtung Stüdelgrat. So, super war's. Ja. Nicht schlecht. Morgen. Ist übrigens Trinkwasser, haben die mir gesagt. Also vertraue ich jetzt mal. So, nach Stärkung sind wir jetzt hier bei der Stüdelhütte. Wie euch heute daheim gezeigt, geht es jetzt nachher ein Stück auf den Gletscher und dann bei der Luisenscharte nachher auf den Stüdelgrat. Das ist der Weg und da geht's her. Gehen wir hier von der Stüdelhütte zu dieser Übersicht, Information Stüdelgrat, und da steht es dann Stüdelgrat, Scherer, da gehen wir jetzt weiter. Sind wir gleich mal auf der Höhe der Schere. Das machst du unheimlich schön, Andi. Mit so viel Liebe. Welchen Schuh findest du schöner? Beide gleich. Ja, stimmt. Beide sind geil. Also Gelände auf jeden Fall mega easy. Das ist echt hier wirklich, muss man echt sagen, mit Trailrunning-Schuhen konnte man bis hierhin durchlaufen. Aber nachher... Ganz leicht. Ja. Links neben uns müsste das sogenannte Teilschnittskäse sein. Rechts von uns das Kötnitzkäse und hinter der Adlersruhe das Hofmannskäse. Und das Wort Käse, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche,
ist eigentlich nur in Osttirol, teilweise im Salzburger Land, glaube ich, der Begriff für einen Ferner, für einen Gletscher, aber meint genau dasselbe. So, und da sind wir auch schon auf dem Gletscher. So, Navigation at its best. Schön zum Gehen, nicht blank. Richtig schöner Drittschnee. So, kleine Minispalte. Und am Rand geht's weiter. So, liebe Leute, schaut mal geradeaus. Da ist der Großglockner und der Stühle gerade zu sehen. Da vorne eine Seilschaft, die jetzt noch etwas weiter gehen am Gletscher und dann reinqueren. Wir gehen jetzt hier geradeaus durch und dann geht's in die Kletterei. Eine geile Morgenstimmung hier. Wahnsinn. Schaut euch mal die Schneebrücke hier an. Die ist echt richtig fragil. Also wer da drauf läuft, selbst mit 30 Kilo, der wird auf jeden Fall mal schön einbrechen. Jetzt gehen wir außen her, da hinten. So, Andi, jetzt war's das hier. Dann haben wir erst wieder im Abstieggletscher. Ja. Hui, ist auch nochmal Action. So, jetzt kurz vor der Kletterei hier Randspalte. Guten Morgen. So, jetzt sind es eh nur noch 600 Höhenmeter. Haben wir es gleich geschafft? Ja. Ist der Tag schon wieder gelaufen. Da unten ist das Köthnitzkees, der Normalweg. So, Herr Steck, starten wir, oder? So, jetzt kommt hier mal die erste Abzweigung nach rechts und dann da oben weiter. So, die erste Kletterstelle war jetzt so in meinen Augen ein Zweier. Da oben der Andi, Blockgelände. So, über die Platte hier und dann da weiter. So, da kommen wir her, ein paar Sicherungen und da oben durch die Schlucht geht es hindurch. Noch eine Sicherung und jetzt Gehgelände. Yes. Ja. Ja, hier ist viel Gehgelände dabei irgendwie. Ja. Gehgelände bis zum Umfallen. So, ja, eine super Sicherung. Steinmann. Und dann geht's da wohl hinauf.
So, die Stelle sind wir jetzt hinaufgeklettert. Kann man vielleicht einen Zweier geben. Da oben steht der Andi und dann kommt gleich das Frühstücksplatzl. So Jungs und Mädels, wir sind jetzt hier auf 3550 Meter. Genau, Frühstücksplatzl. Und von hier an beginnen eigentlich die Kletterschwierigkeiten. Also ich nenne sie jetzt mal Schwierigkeiten. Gelände bis zum dritten Schwierigkeitsgrad. Hier schaut der Andi sich gerade die Turbo an. Und weil der Fels etwas feucht ist, etwas unwohl, haben wir jetzt das Seil mal rausgeholt und werden hier gegebenenfalls am laufenden Seil gehen, etwas sichern. Und dann ist das Ganze ganz in Ordnung. Das sind nur 30 Meter hier. Passt super, Andi. Der ganze Grat ist eigentlich eine Sicherung. So, schaut mal Jungs und Mädels, episch, epische Aufreißstimmung. Vielleicht haben wir nachher was Sonne. Bester Mann hier. Fuck, die Aufnahme schicke ich dir echt. Boah, fuck, Mann! Alter, ich glaube, wir kriegen eine richtig geile Stimmung im Glockner. Ja. Da oben ist schon der Gipfel. Let's forget about a curfew, 'cause all that is stuck.
Ja. Er hat ein Dings gemusst. So, einmal kurz verkoffert. Aber jetzt sind wir wieder auf dem rechten Weg. Schau dir das mal an. Ich mache einfach mit Absicht kein HMS rein. Ich mache jetzt. Na eben, ich sehe es auch nicht als notwendig. Dann kliffe ich aus. Ja, genau, das müsste jetzt endgültig die Schlüsselstelle sein. Ah, den kann man schon einen Dreier geben hier. Ja, ich hab's. Danke, Andi. Ist auch leicht speckig, hä? Ja. Ohne Handschuhe ist echt frisch. Was zurückgeben? Da irgendwo. Genau. Ja, passt. Ja, weniger.
Ja. Ja, es schaut gar nicht so schlecht aus hier. Geil. Links vorbei. Jo. So. Ziehen wir weiter. Perfekt. Was? So, an die letzten Meter. Seid ihr vergönnt. Genau 50 Höhenmeter. Genau 50. Geil, Mann, hey, ist das geil. Da passt. Geil. Bergheil. Gratuliere, Bergheil. Geil, Mann, geil. So, Jungs, also neben mir ist der, wie ist dein Name? Leo. Servus, Leo. Er ist gerade in Stühl gerade solo gegangen und zieht sich meine Videos rein. Ich will jetzt gar nicht hier Süßholz raspeln, sie gefallen dir anscheinend. Auf jeden Fall. Okay, auf jeden Fall geile Sache hier solo hoch. Und ja, hat Spaß gemacht. Auch vom Tal aus gestartet. Geiler Typ. Ja, auf jeden Fall cool, dass wir uns getroffen haben. Ja, fand und ich auch. Dann wünsche ich dir einen gesunden und guten Abstieg. Danke. Geil, Mann. Sehr cool. Andi, es war richtig geil mit dir. Ja. Wie immer halt. Immer, mit Andi ist immer geil irgendwie. So, wir hauen jetzt wieder ab über den Normalweg. Da wird nämlich nachher wahrscheinlich eine ganze Menge Stau sein. Das sehe ich jetzt schon voraus. Und ja, Normalweg zeige ich euch sehr spärlich.
Weil das Video handelt ja schließlich vom Stüdelgrat und nicht vom Normalweg. Das ist Teil jetzt wieder dran, gell? Ja, genau. Wenn es ist, ich hänge es um den Köpferl. So, der Andi ist jetzt gleich in der Glocknerscharte, also zwischen großen und kleinen Glockner. Überall diese Stangen hier drin. Jetzt geht's weiter. So, schaut mal hinter uns, der große Glockner zeigt sich wieder. Richtig geil. Nice. Und der Andi hier, schaut mal, wie geil der hinten das Wolken spielt. Richtig fett. So, jetzt sind wir schon ein gutes Stück nach unten gekommen. Als nächstes begegnet uns jetzt das Glocknerleitl zwischen 40 und 45 Grad. Im Winter Schnee, vielleicht wird ausgeappert. Schauen wir uns nachher mal an. Und ja, wir haben alles dabei, Steigeisen, Pickel und halt alles kein Problem. Zum Thema Aussicht, ich kann euch leider hier nichts zeigen. Nur der große Venediger zeigt sich hier. So, liebe Zuschauer, Einstieg Glocknerleitl und dann geht's zur Adlersruhe weiter. So, dann einen guten Abstieg. Danke. Mit deinem 50 Liter Rucksack. Ja. So, Tobi wird was müde, aber das ziehen wir jetzt bis zum Ende noch schön durch. Dann gibt es was richtig Geiles zum Fressen. Und den Andi lade ich auf einen Kaffee ein. In Kitzbühel bei Mackie. Richtig geil bei McCafee. Wenn du magst, Andi. Ja. So, jetzt sehe ich auch was Neues. Ein Fixseil im Glocknerleitl. Dicke Taue wie am Matterhorn. So, wir sind jetzt hier in dem Würztaler Klettersteig. Ich glaube, das ist hier der obere, maximale Schwierigkeit. Ich glaube, es ist B oder so, also wirklich nicht so schwierig. Und alles versichert, alles safe. Und dann kommen wir jetzt gleich zurück auf den Gletscher vom Normalweg. So schaut es hier aus. Wir sind jetzt hier im unteren Klettersteig fertig. Da geht es jetzt auf das Köthnitz-Käse. Ist auf jeden Fall spaltig, sollte man nicht unterschätzen. Die Tschechen sind auch im Start. So, wir sind jetzt aus dem unteren Klettersteig raus und auf den Köthnitz-Käs, beziehungsweise auf dem Gletscher halt, haben wir jetzt hier uns angezeigt und gehen jetzt Richtung Stüdelhütte. Und hier hat es auch definitiv Spalten und da gehen wir jetzt auch nochmal sicher. Und dann sind wir gleich schon wieder unter der 3000 Meter Marke. Thank you.
Wir sind jetzt von Gurt befreit und haben alles hergerichtet. Und ich zeige euch jetzt noch ein paar Impressionen bis zum Auto. So, übrigens, man sieht jetzt ganz rechts, das ist der Weg zur Stübelhütte. Und links ist jetzt mal der direkte Abstieg. Kommt mir sehr bekannt vor vom Winter, wo man abfährt. Auch nochmal so ein Steilstück. Und genau, also wir nehmen jetzt den direkten Weg zum Parkplatz. Und dann sind wir wie ultra früh wieder zurück am Auto. Also leider hat man hier im Sommer den Nachteil und kann die Ski nicht benutzen. Da hinten seht ihr jetzt schon Luckner Hütte und Parkplatz, also noch ein kleiner Hatscher. Aber 1000 Höhenmeter, dann sind wir etwa unten zurück am Auto. So, Naked. Und da gehen wir jetzt runter, da unten. Da steht das Auto. So, lass mich mal vorbei. Ja Leute, ich bin jetzt hier im Auto, es fängt an zu regnen, ich bin etwas müde und der Andi ist jetzt noch mal kurz losgelaufen mit Laufschuhen Richtung Luckner Hütte. Der ist irgendwo sein Vlies runtergefallen vom Rucksack, aber der Andi ist schnell unterwegs und hat wahrscheinlich gleich das Vlies gefunden und ist wieder zurück. Und ich werde gleich auf jeden Fall noch die Gelegenheit nutzen, zusammen mit dem Andi ein Fazit zu ziehen zu dieser gemachten Tour, und dann warte ich kurz, bis er da ist, und dann melden wir uns wieder bei euch. So, der Andi ist zurück und hat seine Fließjacke gefunden. Ja, 4 Kilometer. Durchgepaced. Zusätzlich. Genau, ich bin währenddessen, kurz nach dieser Aufnahme eben, bin ich eingeschlafen und aufgewacht. Ich habe gerade einen Krampf gekriegt, der war echt richtig böse. Ja. Genau, so, und jetzt gibt es ein Fazit, genug gelabert. Ich fand die Tour okay. Ich fand es jetzt allerdings nicht so cool, wie ich gedacht hätte. Nein, es war wenig Kletterei, finde ich. Also man hat echt so ab dem Frühstücksplatz lässt man erst richtig geklettert und davor war es echt fast Zustieg. Ja, und dann war es nach einer Stunde schon wieder fertig. Also es ging wirklich zügig und ja, aber auf jeden Fall war es cool. So am zügigen laufenden Seil, war echt geil, hat Spaß gemacht. Und jo. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Auf jeden Fall mal vorbeischauen beim Andi. Ich packe alles unten rein. Ich habe es euch ja schon ganz am Anfang gesagt. Schaut es mal bei mir vorbei. Kanal abonnieren, Daumen nach oben, Zeug, Kommentare. Ihr wisst, wie das läuft. Wir gehen jetzt was essen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.